glaube ich. Ich weiß nicht, ob die tot ist. Ich wollte auf Klo gehen und hab die so mit meinem Fuß ja so angefasst. Und ich dachte, was ist das? Und dann habe ich Licht angemacht und die war so mega groß. Oh Gott. Aber die ist so groß. Oh Gott. Oh Gott. Ich hatte so Angst davor. Guten Morgen. Heute ist. Was ist denn heute? Mittwoch. Ich habe kaum geschlafen. Ich konnte die Nacht nicht richtig schlafen. Dann haben wir noch die Spinne erledigt da nachts. Dann ist Heiko gekommen, so gegen 7 Uhr. Der ist jetzt angekommen mit dem Anhänger. Er schläft jetzt gerade. Wie kann ich alles gehen, Brüschchen? Und jetzt sind wir gerade bei Papas Grab. Ja, und wir haben das gleiche Problem wie letztes Jahr. Das ist alles voller Bienen und also Wespen und Nester. Ja, guten Morgen nochmal, meine Lieben. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich sehe so schlimm aus. Ich habe mich noch gar nicht fertig gemacht. So bin ich aufgestanden und so sind wir zum Grab von Papa gefahren. Wir haben da alles sauber gemacht, haben uns ja die Augen ausgeheult. Und ja, neue Blumen dran gemacht und so. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe. Gestern ist hier so eine Info aufgesprungen am Auto. Reifendruck prüfen. Und irgendwie kam mir das schon so komisch vor, weil diese Info habe ich noch nie bekommen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bemerkt, ob man es sehen kann. Dieser Reifen hier vorne ist platter als der hinten. Ich drehe euch mal um. Ja. Könnt ihr sehen, dass der etwas platter ist? Ja, und jetzt habe ich mal jemanden gefragt, was es sein kann. Und man sagte mir, ich soll mal prüfen, ob vielleicht eine Schraube drin steckt. Und siehe da, das hat mir jetzt noch gefehlt. Da ist eine Schraube drin. Ja, ich habe eine Schraube im Reifen. Also heißt das, ich kann so nicht nach Deutschland zurückfahren. Ja, ich muss den Reifen wechseln. Mal gucken, was das kostet. Ja, ich freue mich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt gerade vom Strand zurückgekommen. Wir waren ja, einkaufen. Dann waren wir noch eben wegen meinem Reifen. Wir waren hier fragen, ob die... Boah, was hast du hier gesprüht, ey? Bruno Banane. Genau, dann wollen wir noch gucken wegen dem Reifen hier bei der Werkstatt, aber es war keiner da. Und dann waren wir schwimmen am Strand. Oh, der Sonnenuntergang ist gerade schön. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob der da ist wegen dem Reifen. Der war jetzt gerade da, der meinte, ich soll mein Auto morgen früh dahin bringen. So, und jetzt gerade räume ich meine Sachen vom anderen Zimmer, weil ich Heiko das Zimmer frei mache, damit er seine Sachen da reinpacken kann. Ich schwitze übrigens nicht. Ich habe mir Öl drauf gemacht ins Gesicht, damit Heiko seine Klamotten hier reinpacken kann. Werde ich jetzt meine einmal ins andere Zimmer transportieren, weil ich schlafe dann mit meiner Mutter und Heiko schläft mit Alexandro dann. So, guten Morgen. Heute ist Donnerstag. Wir sehen immer schlimmer aus. Ach ja, die Rennerei nimmt kein Ende und deswegen vlogge ich auch nicht so viel, weil wir sind wirklich nur am Rennen und am Machen und am Bezahlen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt habe. Ich glaube, ich habe euch zumindest erzählt, dass wir eine Strafe zahlen müssen, weil mein Vater das alles nicht angemeldet hatte. Jetzt wissen wir auch, wie viel die Strafe beträgt. 2700 und noch was Euro. Ich durfte, also wir dürfen das Haus nicht verkaufen, wenn wir diese Strafe nicht vorher bezahlt haben. Und man kann diese Strafe nicht in einem Betrag einzahlen, sondern man muss also noch 500 Euro bezahlen. Das habe ich jetzt vorgestern gemacht. Und dann muss man 24
Werkstunden. Nicht Werktage und auch nicht Stunden, sondern 24 Werkstunden warten, bis das Geld bei denen drauf ist. Also wenn die zum Beispiel bis 18 Uhr arbeiten, zählen die restlichen Stunden nicht mit. Ja, und jetzt hat sie mich heute angerufen, die Architektin. Ich sage die ganze Zeit Ingenieurin, aber das ist Architektin. Ich weiß gar nicht, ist das der gleiche Beruf? Also auf jeden Fall hat die Architektin angerufen. Sie hat es im System gefunden, dass es bezahlt wurde, die Anzahlung. Und ja, jetzt muss ich gleich wieder hin und den restlichen Betrag zahlen. Es ist wieder mega sonnig und es sollen heute auch wieder über 40 Grad werden. Ja, und dann habe ich euch das gestern erzählt. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich habe im Reifen eine Schraube drin. Ich bin da drüber gefahren und ich habe einen platten Reifen. Jetzt bin ich am Rumtelefonieren, weil einen Reifen, also nur flicken will ich ihn nicht, weil ich muss ja dann auch wieder zurück nach Deutschland, nicht, dass dann irgendwas auf der Fahrt ist. Deswegen will ich den ganzen Reifen tauschen lassen. Einen Reifen tauschen die nicht, zwei oder vier. Oh, ich bin so richtig grau geworden, Leute. Ich habe ja jetzt gestern Farbe geholt, aber noch nicht geschafft, mir die Haare zu färben. Ja, und jetzt? Alexandro, geh mal aus dem Bild, du bist nur mit der Unterhose. Ja, jetzt macht Heiko gerade, also der Reifen ist kaputt. Der macht jetzt beide Reifen ab, weil die werden wahrscheinlich nur einen nicht wechseln. Dann lass uns doch vorsichtshalber lieber beide mitnehmen. Was ist los? Hast du noch einen Wagenheber? Ja, ist warm. Ja, sonst lass uns doch das Auto direkt dahin bringen oder kann ich damit nicht mehr fahren? Keine weite Strecke. Was heißt weit? Also der ist jetzt hier so 7 Kilometer. Ja, und hier ist unser Anhänger, der steht hier. Unser Pferdeanhänger. Da ist kein Pferd drin. Nee, da ist kein Pferd drin, aber ich habe schon zu Heiko gesagt, wir können ja einen Esel mitnehmen aus Griechenland. Ja, der ist riesig. Also, ich drehe mich mal um. Ich habe gar nicht gedacht, dass der so riesig ist. Also, der ist hoch. Der ist zwar nicht so lang, aber der ist echt hoch und da können wir viele Sachen drin stapeln. Ja, das ist gut, damit wir nicht so viel hier lassen, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man so ein Haus leer räumt, wo man zig Jahre drin gewohnt hat, also meine Eltern zumindest, dass sich da ja sehr viele Sachen ansammeln, ne? Braucht man gar nicht viel zu sagen, es ist halt so. Und es ist ja nicht nur das Haus. Es ist auch das Apartment daneben, wo Sachen drin waren. Und die Garage haben wir noch nicht ausgemistet. Mein Vater hat so viel Werkzeug in der Garage. Das mache ich dann mit Heiko, weil Heiko kennt sich besser aus mit Werkzeug. Und dann machen wir das zusammen und gucken, was Wert hat, was wir mitnehmen können, was man noch verkaufen kann und was hier bleiben kann. Oder was Heiko vielleicht auch noch mitnehmen möchte. Und hinten sind auch noch zwei Abstellräume, da sind auch noch Sachen drin. Wie soll ich denn beide abmachen gleichzeitig? Das geht nicht. Wenn du das Auto auf der einen Seite hältst, ja, ich habe nur einen Wagenheber. Du hältst, ich kenne mich nicht aus. Du hältst halt eine Stunde, bis wir gewechselt haben, und, aber du musst die Seite festhalten. Das ist die griechische Müllabfuhr. Und der den Wagen gerade gefahren ist, der hat meinen Roller gekauft vor ein paar Jahren. Ihr merkt, viele Dinge im Kopf. Wir war Mischmasch. Meine Freundin Sarah deckt immer Kartoffelsalat. Ja, so sieht's aus. Los geht's. Ab in den Kampf. Amazone. So, Erledigung fertig gemacht. Jetzt, oh, ich sehe gar nichts durch die Sonne. Mach mal eben hier zu. Jetzt wollen wir gerade noch Fleisch kaufen von der Fleischtheke. Wir wollen nämlich grillen. Und jetzt sind wir hier bei so einem riesengroßen Klamottenladen. Das hat aber so China-Ware und ich habe gehört, das soll richtig günstig sein. So, ich bin jetzt hier in der Umkleide. Guck mal, wie das aussieht. Ich darf drinnen nicht aufnehmen. Ich habe mir jetzt hier zwei Röcke. Will ich jetzt mal anziehen. Und hier habe ich noch so ein schönes, langes Kleid. Müssen wir mal gucken, ob das passt. Und hier noch ein weißes Kleid. Weil das sind ja immer so Chinesengrößen. Schade, das fand ich ganz schön. Aber es ist hier oben nicht schön geschnitten. Und es ist mir zu klein. Aber unten finde ich das nicht schön. Aber hier sieht es.
nicht schön. Ich kann es kaum glauben. Ich war in so einem Laden und habe nichts gefunden. Aber die Größen sind da auch voll komisch. Ich habe da gar nicht reingepasst in so Chinesengrößen mit meiner Oberweite. Es gab echt schöne Kleider. Richtig schön, aber ich passte da einfach nicht rein. Ich habe gar nichts gekauft. Heiko hat sich hier so einen gefälschten Schlüsselanhänger geholt von Mercedes. So, jetzt fahren wir nochmal zu diesem Reifentypen, gucken mal, wie viel es kostet wegen dem Reifen, kaputten Reifen und dann nach Hause. So, ich bereite jetzt das Grillfleisch vor. Ich habe hier Kotelett, aber wir essen, ja, das ist viel zu viel. Wir teilen uns ein Kotelett mit Mama. Heiko möchte kein Kotelett. Hier haben wir noch, wie heißt das, Schweinebauch, heißt das so? In Griechenland heißt das Pancetta. Und dann haben wir hier Souvlaki. Ja. Salami, Salami. Hier haben wir Bifteki, heißt das. Und Heiko isst von diesen griechischen Würsten. Ich mariniere jetzt das Fleisch. Und dann machen wir Happa Happa. Gestern kam noch jemand und hat uns frische Bohnen gebracht, Stangenbohnen. Hier kriegst du ja alles so an Gemüse, brauchst du gar nicht einzukaufen, großartig. Ich zeige euch eben noch meine zwei, drei aufgebrauchten Sachen. Ich habe einmal von Isana das Sun Ocean Sonnenduft aufgebraucht. Das hatte ich von letztem Jahr noch hier, aber das mag ich richtig gerne im Sommer. Das ist jetzt alle. Dann haben wir hier von Alexandro Bübchen Kids Shampoo und Shower mit Honig. Ich mag diesen Honigduft bei Kindern. Und dann habe ich hier von Nivea ein Shampoo aufgebraucht, die Haarmilch. Genau, die drei Sachen sind jetzt alle gegangen im Urlaub. So, ich habe jetzt gerade meine Mama vom Friseur abgeholt. Ihr wisst ja, wie sie vorher aussah, ne? So, und guck mal, wie sie jetzt aussieht. Komm mal her. Hallo. Warte. Na, Frisur. Geh mal dahin. So, guck mal. 10 Jahre jünger. Zeig mal von hinten. Ganz anders, ne? Andere Farbe, anderer Schnitt. Anderer Mensch. Schön. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 19 Uhr und ich bin hier im Apartment am Ausmisten. Erstmal sind das hier meine Sachen, die ich mitnehme. Das sind die Sachen, die auf dem Flohmarkt kommen. Die nehme ich auch mit, diese Bambusdinger, die finde ich sehr schön. Ja, und gerade eben kam jemand und hat sich das hier angeguckt, weil er das kaufen wollte. Das sind die Sachen von meiner Mama. Ich merke gerade, die hat recht wenig im Gegenzug zu mir. Ja, und jetzt bin ich hier am Einräumen. Ich misste nämlich hier diese Ecke aus und habe da richtig Schiss vor Spinnen und Schlangen. Okay, Schlangen jetzt nicht, aber Spinnen oder vielleicht Ratten, keine Ahnung. Und jetzt hier, guckt mal. Habe ich gerade den Kinderwagen entdeckt vom Alexandro, den wir gekauft hatten für ihn. Also den Buggy eher gesagt, ne? Ja, den nehmen wir auch mit. Den lasse ich nicht hier, ne? Man weiß ja nie. Nehmen wir den auch mit und ja, mal schauen, was ich da hinten noch für Schätze finde. Guten Morgen. Ich bin jetzt gerade aufgestanden. Ach, guck mal, Sonnenaufgang. Schön. Wir haben jetzt 6 Uhr und wir fahren heute nach Komotini. Ihr merkt, es ist jeden Tag Rennerei. Ich habe mich aber noch gar nicht fertig gemacht. Ich muss mal fertig machen. Meine Mama hat nämlich ihre Papiere gemacht für ihre griechische Agrarrente. Die hat sie jahrelang einbezahlt. Und solange wir in Deutschland waren, kam nie eine Antwort, ob das bearbeitet wurde. Auch nicht, als die deutsche Rentenversicherung die ein paar Mal angeschrieben hat. Und nun ja, jetzt fahren wir über 70 Kilometer in eine andere Stadt, da wo der Hauptsitz ist.
Akustisch wieder ganz viel los. Ihr merkt, ich liebe Kirchen. Moment, mein Handy. Ja, wir sind jetzt hier in Komotini angekommen. Ich habe meine Mutter und meine Tante da gelassen bei diesen Büros, bei diesem Büro, wo die hin wollten. Aber die machen erst um 11 Uhr auf. Jetzt habe ich die wieder abgeholt. Und jetzt sind wir hier in einem ganz schönen Park. Hier ist eine griechische Kirche. Wir haben gerade Gottesdienst. Da haben wir jetzt eine Kerze angezündet. So. Hier sind so diese türkischen kleinen Gassen von früher. Das war nämlich hier alles türkisch früher. Und jetzt ist ja Griechenland draus geworden. Also die Griechen haben das dann genommen, dieses Land hier. Ja, und später öffnen diese Lädchen hier und dann ist das wie so ein Markt. Wie so Kitschlädchen. Hier ist irgendwo eine türkische Moschee. Eine alte türkische Moschee. Hier. Guckt mal. Voll schön hier. Ich laufe hier alleine durch die Gassen. Alle gucken mich an und merken so, die kommt nicht von hier. Das ist eine Touristin. Schöne Kleider. Auch viele so Brautkleidgeschäfte. Auch wieder Kleider. Viele laufen auch hier mit Kopftuch rum, viele Frauen. Das ist auch wieder so ein Brautmodengeschäft. Ist wie Duisburg Marxloh irgendwie. Auch hier alles für die Hochzeit, für Festlichkeiten. Die Leute gucken mich an. Guck mal, wie die gucken. Die gucken. Die denken sich, was ist das denn für eine YouTuberin hier? Ja, schön. Schön auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt gehe ich mal wieder zu Mama und zu Tante. Ich glaube, das sind so alte Gräber. So, wir haben jetzt 10 nach 11. Und ich hatte mich jetzt noch was zu meiner Mama gesetzt. Die saßen ja da im Café, haben da was getrunken. Ich habe auch noch eine Fanta getrunken. Jetzt muss ich richtig, richtig pipi. Ich weiß nicht wohin. Ja, jetzt habe ich die wieder zu diesem Rentenbüro da hingebracht. Wir waren jetzt noch eben bei so einem Laden. Da steht Ahmed Hussein Burhan. Sucuk Lokum. Ich habe dieses türkische Sucuk Lokum geholt. Ich hoffe, meine Kamera bleibt da jetzt eben stehen. Diese Wurst ist Sucuk Lokum. Das ist so Lokum, aber weil das halt in so einer Wurstform ist und es gefüllt mit so, ich glaube Walnuss ist da drin. Und das sah jetzt alles andere als erotisch aus. Oh nein, ich muss die halten. Ach komm, die hält. Lecker. Richtig lecker, die Wurst. Ja, schmeckt auf jeden Fall gut. Und dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten gefüllt. Die müssen eigentlich gekühlt werden. Oh Gott, ich hoffe, die bleiben so, weil meine Patentante wohnt in Alexandroupoli und das sind von hier nur 58 Kilometer. Dann haben wir die jetzt gerade angerufen und sie meinte, ja, das ist jetzt total spontan. Mein Patenonkel und die Kinder, die sind irgendwo anders, aber meine Patentante ist im Laden. Die haben ein
Karglas, wie so ein Karglasladen. Wie so ein. Ja, mein Patenonkel tauscht hier so Scheiben aus, wie Karglas halt. Ja, und da ist meine Patentante, die hat mich getauft. Und boah, jetzt habe ich das zwischen den Zähnen hängen. Und wenn meine Mama gleich fertig ist von diesem Rentenbüro, dann fahren wir da hin und dann sehe ich meine Patentante nach zigtausend Jahren. Ich glaube, die waren da, als mein Papa gestorben ist. 2013 habe ich sie das letzte Mal gesehen. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann euch gar nicht sagen, wer alles zur Beerdigung von meinem Vater gekommen ist. Ich war damals so neben der Spur. Ich habe gar nichts mehr mitbekommen. Ich hatte Beruhigungstabletten bekommen, damit ich da nicht weine oder umkippe oder was weiß ich. Damit wir ruhig gestellt werden mit Mama. Haben wir Beruhigungstabletten bekommen und ich weiß gar nicht mehr, wer alles da war. Ich war da so in meinem Film. Ja, und jetzt bin ich hier gerade. Das ist so ein griechisches archäologisches Museum. Und hier ist so ein Monument und da wollte ich mal eben gucken gehen. So, meine Lieben, ich bin total durch. Wir sind jetzt so viele Kilometer gefahren. Buka, ist die Mama? Wir sind nämlich jetzt bei meiner Cousine. Das ist meine Cousine. Und wir essen hier. Jetzt gibt es Mittagessen. Wir sind nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, wir sind noch zu... Autsch! Autsch! Ich werde hier beschossen. Das kleine Biest! Das kleine Biest! Auf jeden Fall sind wir zu meiner Patentante gefahren. Ich erzähle euch das später. Wir essen jetzt erstmal. Es gibt lecker Essen. So, wir spielen. Wir spielen jetzt mit den Puppen hier bei meiner Nichte im Zimmer. Kimate? Nee, die ist am Schlafen. Und meine Puppe, ja, die schläft jetzt auch. So, wir fahren jetzt wieder. Wir fahren jetzt nach Hause. Es ist so warm draußen. Ella. Es ist so heiß. Krass. Über 40 Grad. Ich gehe so, Zizika. Ziz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